Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Falls ihr die genutzte Präsentation sowie den dazugehörigen Text für euch selbst im Schulunterricht nutzen wollt, kauft diese auf unserer Website. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und unsere anderen Kanäle abzuchecken. Und nun viel Spaß beim Video. Wie ihr seht, soll es heute um Klaus Beyers Strukturmodell gehen. Dabei hatten wir letztens schon aufgegriffen, was genau die Definition von Erziehung ist, die Klaus Beyer aufgestellt hat. Diese könnt ihr euch gerne hier oben in der Infocard angucken. Und zwar ist die Analyse von Klaus Beyer die Möglichkeit der Analyse von erzieherischen Analysen. Das heißt, es gibt einmal technologische und einmal axiologische Kriterien. Technologische sind zum Beispiel, welche Mittel für welche Ziele zur erfolgreichen Umsetzung genutzt werden. Axiologische Kriterien sind daher, ist das erzieherische Handeln für Edukanten wertvoll, also normativ wünschenswert. Anwendungen erfordern laut Beyer eben eine pädagogische Fundiertheit. Das heißt, nicht jeder Laie darf einfach eine Aussage laut ihm machen, die dann pädagogisch wertvoll ist. Hier haben wir euch jetzt einmal zwei Tabellen aufgestellt. Das ist jetzt der erste Teil der Tabelle. Da sehen wir einmal die Handlungsdimension, und zwar sind die Zwecke und Mittel und zu prüfende Erziehungsziele, zu prüfende erzieherische Handlungsmöglichkeiten. Dabei seht ihr, das technologische und axiologische Kriterium haben jeweils zwei verschiedene Fragen. Einmal fragt man sich, ob es erreichbar oder erfolgsversprechend ist bei der technologischen Seite, und bei der axiologischen Seite fragt man sich, ob es normativ wünschenswert ist. Genauso sieht es dann auch aus, wenn wir zur Bedingungs- und Wirkungsdimension gehen. Dabei handeln wir im Bedingungsfeld und in der Wirkungshypothese. Erkennbare Absichten oder Bedingungen erzieherischen Handelns sind dabei das Bedingungsfeld, und absehbare Nebenwirkungen erzieherischen Handelns gehören zur Wirkungsdimension. Das technologische Kriterium ist einmal erfolgsfördernd, erfolgswidrig oder erfolgsneutral. Diese Fragen soll man sich stellen. Oder man soll sich die Fragen stellen, ob es erfolgsverstärkend, widrig oder neutral ist. Das axiologische Kriterium stellt sich wieder die Frage, ob es normativ erwünscht ist oder normativ erwünschenswert ist. Das heißt, ihr seht schon, anhand dieser beiden Tabellen kann man sich ganz gut auf erzieherische Handlungen beziehen und diese strukturiert abarbeiten. Das war es jetzt zu unserem Video zum Klaus-Bayerischen Strukturmodell. Wir hoffen, dass ihr das Thema nun verstanden habt und wünschen euch ganz viel Spaß mit unseren anderen Videos. Checkt unsere Webseite aus und haut rein! Get ready when the trumpet sound. No matter where you're from, which town. Never forget.